Ja, moin zusammen. Super, dass ihr auf dem Freitag wieder dabei seid. Wie ihr an meiner Stimme hört, habe ich den Geburtstag von meinem Papa ordentlich gefeiert. Bin auch noch ein bisschen angeschlagen. Aber auf dem Freitag lasse ich mich natürlich nicht lumpen und haue noch eine Folge raus mit den aktuellen News. Super, dass ihr so kurz vom Wochenende noch dabei seid. Und unser Trainer Seoane wurde eben offiziell vorgestellt. Es gab die Antritts-PK und dafür kann man definitiv einen kostenlosen Daumen nach oben da lassen und ein Abo. Da würde ich mich riesig drüber freuen, so kurz vom Wochenende. Und jetzt starten wir rein. Die PK fand ich gut. Man hat jetzt nicht viel Neues erfahren. Seoane wirkt sehr, sehr abgeklärt aus meiner Sicht. Macht einen guten Eindruck. Nicht zu viel Palaber. Ja, und ich glaube, er freut sich auch riesig auf die Aufgabe. Die Aufgabe wird sehr, sehr groß sein. Viele neue Spieler, viele Abgänge. Auch Roland Wirkus wird viel zu tun haben. Ich hätte mir gewünscht, dass vielleicht auch Schmadtke dabei wäre heute gewesen. Aber um den Jungen auch mal zu hören. Das wird aber in den kommenden Wochen kommen. Und ja, was so ein bisschen offen ist, noch wer Co-Trainer wird tatsächlich. Da wird Seoane nicht seinen eigenen mitbringen. Der soll so ein bisschen aus dem Borussia-Dunstkreis kommen. So wie ich Wirkus da zumindest verstanden habe. Und der Einzige, der mir jetzt direkt in den Kopf kommt, wäre natürlich Polanski. Dass man sagt, ey, wir setzen Polanski neben Seoane auf die Bank. Und dann kann natürlich auch Polanski unheimlich von so einem erfahrenen Mann wie Seoane lernen. Würde aber gleichzeitig bedeuten, dass du für die zweite Mannschaft halt einen neuen Trainer brauchst. Ich bin sehr, sehr gespannt, wer das wird. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr glaubt. Polanski, Seoane könnte ich mir gut vorstellen, so von der Mischung her. Und Polanski wäre natürlich auch eine absolute Identifikationsfigur für die Fans. Ne? Bringt alles mit, Kampfgeist, Leidenschaft. Ich glaube, ist auch ein sehr guter Trainer. Und könnte dann eventuell in Zukunft, wenn Seoane mal gehen sollte, irgendwann sein Erbe dann antreten, hat er natürlich viel gelernt. Ich fänd die Kombi sehr, sehr spannend, Seoane, Polanski. Aber wir warten es mal ab. Zu Transfers wurde sich nicht viel geäußert. Dass ein Umbruch kommen wird, ist klar. Wir werden polyvalente Spieler brauchen, die halt mehrere Positionen spielen können. Das hat Wirkus auch betont. Und wie gesagt, Schmadtke wird demnächst bei den PKs, glaube ich, sein und auch neben Seoane auf der Bank. Aufregende Zeiten bei unserer Borussia. Ich wünsche Seoane für die kommende Saison einfach nur das Beste. Lass den Mann machen. Und ich glaube, der wird richtig gute Arbeit leisten, ein Top-Team dahinstellen. Und ich hoffe einfach, dass wir wieder Tempo-Fußball sehen bei uns im Borussia-Park. Das zeichnet uns aus. Und dafür müssen natürlich die passenden Spieler kommen. Da hat auch Wirkus ein bisschen Einblicke gegeben. Polyvalente Spieler sollen es werden. Es wird aber lange dauern. Die Transferphase, die Spieler werden wahrscheinlich auch erst relativ spät verpflichtet werden, ist natürlich schon mit einem großen Risiko verbunden, wenn du die Vorbereitung vielleicht mit Spielern machst, die am Ende nicht mehr da sind oder die neuen Spieler sehr spät kommen. Gerade mit einem neuen Trainer muss sich das alles einspielen, deswegen könnte wahrscheinlich auch der Start ein bisschen ruckeln in die Saison. Du wirst mit zwei Auswärtsspielen starten, weil die Hockey-WM, glaube ich, in Gladbach ist. Und das wird ein sehr, sehr spannender Saisonstart, glaube ich. Hauptsache, vielleicht werden wir auch wieder die Auswärts borussen und starten mit zwei Auswärtssiegen. Das wäre auch mal was Feines. Dann hatten wir schon mehr als 50% der Auswärtspunkte von diesem Jahr. Warten wir es mal ab. Farke ist jetzt Vergangenheit bei unserer Borussia. Ein hitziges Thema soll tatsächlich Robin Hack gewesen sein. Farke hat ihn nicht als potenziellen Stammspieler gesehen bei Borussia. Wirkus wollte den Transfer unbedingt durchdrücken und hat ihn dann auch wohl gegen den Willen von Farke durchgedrückt. Hack wird zu unserer Borussia kommen. Bielefeld ist jetzt abgestiegen, wird ablösefrei sein. Ich könnte mir vorstellen, dass er eventuell heute noch oder nächste Woche vorgestellt wird. Polyvalenter Spieler. Ich glaube, ist ein guter Kaderspieler. Dass der dir wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich keine 20 Saisontore macht, ist klar. Aber ich glaube schon, dass der ein guter, bisher guter Bundesligaspieler sein kann in einem guten Team, wenn Seoane den fördert. Und da soll es zum Streit zwischen Farke und Wirkus gekommen sein. Und Farke hat wohl viele Spieler von Norwich gefordert, die er trainiert hat. Das war auch noch so ein Thema. Und ja, wie gesagt, Farke ist jetzt Vergangenheit. Man kann ihm nur alles Gute wünschen. So wie man hört, fängt er wohl bei Leeds United an, die jetzt wieder in der zweiten englischen Liga spielen, dass er da als Trainer sein Comeback gibt. Ich wünsche ihm dafür natürlich viel Erfolg. Und wie gesagt, wir schauen nach vorne. Werder hat einen Wahnsinnstransfer gelandet, der vermutlich auch auf uns Auswirkungen hat. Naby Keita wechselt zu Werder Bremen. Man muss schon sagen, das ist schon wirklich eine Sensation. Wenn der Junge mit 28 seine Verletzungsprobleme in den Griff bekommt, haben die da einen überragenden Kicker ablösefrei bekommen. Und er soll wohl nur 1,5 Millionen bis 2 Millionen im Jahr verdienen. Das ist ungefähr die Hälfte von dem, was Leiner verdient bei uns. Ist schon Wahnsinn. Dafür kann man Bremen nur
gratulieren, den hätte ich auch super, super bei uns gesehen auf der 6 mit Julian Weigel zusammen. Das ist ein absoluter Mittelfeldmotor. Kann man Bremen nur gratulieren und der muss natürlich bei Liverpool auch ersetzt werden. Und da gibt es wohl neue Gespräche mit Kone, beziehungsweise Kones Beratern. Der Transfer soll zeitnah über die Bühne gebracht werden. Ich glaube, Borussia braucht auch die Millionen, um eigene Transfers zu tätigen. Ja, warten wir es mal ab. Oder größere Transfers zu tätigen. Ein Stürmer ist gesucht. Dazu hat Seoane auch Stellung bezogen, was er sich da vorstellt. Dass Robin Hack jetzt nicht... Robin Hack ist ein super Spieler, aber wir brauchen natürlich noch mehr Qualität, noch mehr Kaderbreite. Ne? Und da tun natürlich, wenn es so sein sollte, wirklich 40 bis 45 Millionen. Wenn du 40 Millionen dafür für einen Kone bekommst, wäre das aus meiner Sicht ein guter Deal. Ich bin gespannt, ob das über die Bühne geht. Oder halt, man sagt, man geht mit Kone noch in eine weitere Saison. Ich weiß aber nicht, ob wir dann im Sturm wirklich die Qualität holen können, die wir auf jeden Fall brauchen. Das bleibt abzuwarten, wie sich das mit Kone entwickelt. Und Seoane will den Borussia-Weg zu 100% mitnehmen, hat sich im Rheinland sehr, sehr wohl gefühlt mit seiner Familie. Und ist jetzt bei unserer Borussia auf jeden Fall im besten Verein im Rheinland. Und das muss man auf jeden Fall sagen, die Nummer 1 im Rhein. Ich hoffe, dahin entwickelt er uns. Man muss dem Mann einfach auch viel, viel Zeit geben, jetzt eine neue Mannschaft zu formen, eine Einheit zu formen. Ich glaube, deswegen wäre Polanski auch ein sehr, sehr guter Co-Trainer, um auch so ein bisschen wieder das Bindeglied zu den Fans auch zu sein. Da kann Polanski eine unheimlich wichtige Person sein. Ob das mit Seoane in der Kombination wirklich möglich ist, sagen wir mal, sei mal dahingestellt. Ich würde mich darüber freuen. Und Wirkus macht Druck auf Neuhaus und Erwedi. Sie sollen sich entweder bekennen oder sonst verkauft werden. Aber da sind die Spieler einfach am längeren Hebel. Wenn die sagen, ich habe hier Vertrag, ich will hier bleiben und möchte nicht verlängern, dann sitzen die, also sitzen ja nicht ihren Vertrag aus. Ich würde bei Neuhaus mir wünschen, dass er verlängert, weil ich glaube, auf der 6- oder 8er Position neben Julian Weigel als offensiverer Sechser kann ich mir den sehr, sehr gut in der neuen Saison vorstellen. Ich glaube, auch Seoane kann aus dem auch noch ein bisschen was rauskitzeln, leistungsmäßig. Bei Elvedi werden sich eventuell die Wege mal nach, also ist ja, ich liebe Elvedi, absoluter Brusse, absolute Identifikationsfigur, aber ich könnte mir ihn auch sehr, sehr gut in der Serie A vorstellen. Rom soll da interessiert sein. Da muss man sehen, wenn die Ablöse passt und man ein Angebot bekommt, sage ich mal im zweistelligen Millionenbereich, so ab 10 Millionen, glaube ich, kann man schon mal drüber nachdenken, bevor man ihn ablösefrei verliert. Aber bei Wedi ist durch und durch Borussia. Hatte auch eine schwierige Saison, wie alle Höhen und Tiefen gehabt. Da muss man gucken, ob man sagt, Wedi verkaufen. Dann würde das, also Friedrich, glaube ich, wird bleiben. Und eventuell mit Itakura das Innenverteidiger-Duo bilden. Ich denke auch, dass in der Innenverteidigung vielleicht noch die eine oder andere Verstärkung kommt. Sollte Elvedi wirklich gehen. Seoane wurde auch auf Elvedi angesprochen, ist da so ein bisschen ausgewichen. Da wird man gucken, was die kommenden Wochen bringen. Und wie gesagt, Schmadtke wird in der kommenden Saison auf der Bank sitzen. Ich gehe mal davon aus, dass Wirkus dann auf der Tribüne sitzt, neben Königs etc. Und zum Abschluss, unsere Borussia ist in Länderspielpause und da sind natürlich auch zwei junge Spieler wieder im Einsatz. Borges Sanchez, ich hoffe einfach, dass der Junge sich bei uns durchsetzt in der kommenden Saison, zumindest mehr Spielanteile bekommt, sollte Hannes Wolf gehen, dass er da so ein bisschen auch im Kader aufrückt. Und Thiago Pereira Cardoso, Keeper und Nachwuchskeeper von uns, ist auch im Einsatz für Luxemburg. Da wünsche ich den beiden viel, viel Glück. Und jetzt starten wir gemeinsam ins Wochenende. Das war eine kurze, knackige Folge heute. Knapp 10 Minuten. Ich wünsche euch ein super Wochenende. Lasst ein Abo und einen Daumen da. Macht's gut. Ciao.